Mein Blickwinkel ist natürlich immer von unten auf die Welt nach oben. Außer die Welt ist auf meiner Augenhöhe gebaut, aber das ist sie ja meistens nicht. Manche Blicke sind schon irgendwie interessant. Ich weiß ganz genau, was die denken. Jetzt auch noch das, also so nach dem Motto, jetzt vermehrt die sich auch noch und gibt das weiter. Und alle diese Dinge führen dann im Prinzip zu einer gewissen Außenseiterstellung. Ist ein eindeutig gesellschaftliches Problem. Ich habe meine Eltern oder meine Mutter bis heute nie gefragt, warum. Es ist einfach nicht relevant für mich. Also ich bin halt so und ich kann es nicht ändern, ich will es auch nicht ändern. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob ich tauschen wollen würde und groß sein möchte, würde ich sagen, nein. Mein Roller begleitet mich von morgens bis abends. Das heißt, er war beim ersten Mal dabei, hat die Tür dabei versperrt, begleitet mich abends wieder ins Bett. Hat mich bei Klingelstreichen in der Kindheit begleitet, bringt mich zur Dusche, bringt mich ins Schwimmbad, ins Freibad fahre ich mit dem Roller. All die Orte, die ich bisher in meinem Leben erleben durfte, hat auch mein Roller bisher gesehen. Das ist auf jeden Fall die bedingungsloseste Freundschaft, die man sich eigentlich auch unter Menschen wünschen könnte. Die führe ich mit meinem Roller. Heute begleitet der Roller Michel Ariens zu seiner neuen Arbeitsstelle. Luftlinie nur 2 Kilometer. Mit 1,19 Meter Größe ist aber gar nichts einfach. Ich wohne jetzt seit 3 Monaten fast in Berlin und habe bisher keine barrierefreie Wohnung gefunden, beziehungsweise ein WG-Zimmer, was ich eigentlich viel lieber will. Und deshalb bin ich übergangsweise im Hotel. Es ist nicht heimelig, aber es ist halt die beste Lösung, um was Barrierefreies zu finden für die Übergangszeit. Der 27-Jährige pendelt für ein paar Tage in der Woche nach Berlin, aus Hamburg. Dort studiert er noch Medienwissenschaften, arbeitet für die Welthungerhilfe, führt eine Beziehung und engagiert sich in mehreren Gruppen. Der zusätzliche Job und das Pendeln sind umständlich. Aber bequem ist Michel Ariens noch nie gewesen. Ich nehme ein Körnerbrötchen mit Käse, bitte. Meine Kleinwuchsform heißt diastrophische Dysplasie, kurz DTD. Und meine Eltern sind beide nicht kleinwüchsig, aber sind halt aufeinander getroffen und sind beide Genträger für meine Kleinwuchsform. Und deshalb bin ich halt so geworden, wie ich bin. Dankeschön. Der Kleinwuchs wurde nach meiner Geburt festgestellt. Früher gab es noch nicht diese Pränataldiagnostik und so. Von daher war es so, dass meine Eltern nach der Geburt erfahren haben, oh, ihr Kind ist kleinwüchsig. Und dann war es auch erstmal nicht klar, welche Kleinwuchsform ist das. Solche Diagnosen stellt Klaus Monicke bei Kindern. Der Magdeburger Endokrinologe ist Experte für Wachstumsstörungen. Ja, Kleinwuchs hängt immer davon ab, ob man jetzt das medizinisch definiert. Da gibt es natürlich etwa 500, 600 verschiedene Diagnosen, die dahinter stehen. Und man hat meistens im Auge, dass es Kinder sind, die also eine Hormonstörung haben oder einen angeborenen Kleinwuchs. Andererseits kann man das natürlich auch juristisch definieren. Und da ist es so, dass 3% der Bevölkerung kleiner sind als die Grenze zum Kleinwuchs. Da sind also viele gesunde Menschen, die einfach bloß kleine Familien sind, die eben auch entsprechend kleine Kinder haben. Behinderungen oder kleinere oder größere Proportionen der Stirn, der Arme oder Beine kommen nicht bei jedem Kleinwüchsigen vor. Sie hängen ab von der Schwere der rund 600 verschiedenen Störungen. Eins haben aber alle gemeinsam. Mein Blickwinkel ist natürlich immer von unten auf die Welt nach oben. Außer die Welt ist auf meiner Augenhöhe gebaut, aber das ist sie ja meistens nicht. Und das bedeutet nicht immer, den schönsten Blick zu haben und auch nicht immer die schönsten Gerüche sofort als Erster zu riechen. Und das merkt man natürlich vor allem in der Bahn, wenn Rush-Hour ist, die völlig überfüllt ist, schwitzende Menschen um einen herumstehen, viele Ärsche man fast im Gesicht kleben hat oder man auch die eine oder andere Tasche ins Gesicht bekommt. Zug nach Hermannstraße. Einsteigen bitte. Wie in Michel Ariens Fall kommt zum Kleinsein noch eine körperliche Beeinträchtigung dazu. Seine Dysplasie erzeugte Fehlbildungen am Knochengerüst, was Laufen für ihn praktisch unmöglich macht. Behindert fühlt er sich aber durch ganz andere Umstände. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich oft übersehen werde. Es ist eher das Gegenteil. Die Leute sehen mich meistens recht schnell und stieren mich dann halt auch an. So,
So von daher, nee, ich werde nicht übersehen, aber ich werde zu oft gesehen. Fahrstühle funktionieren meistens gut, aber wenn es dann nicht funktioniert, dann habe ich halt ein Riesenproblem. So, dann komme ich nicht mehr von A nach B, muss irgendwie auf ein Taxi umsteigen oder bin einfach auch aufgeschmissen. Und je nachdem, in was für einer Stadt ich bin, ob ich sie kenne oder nicht, ob ich Schleichwege kenne oder nicht, ist man dann einfach auch ja, aufgeschmissen und fühlt sich dann auch extremst behindert. So. Weil kleinwüchsig sein auch von der Durchschnittsgröße einer Gesellschaft abhängt, unterscheidet sich die Definition regional sehr stark. In der größten Gesellschaft, den Niederlanden, liegen laut einer aktuellen Studie Männer mit 1,82,5 Meter völlig im Mittel. In der kleinsten, in Guatemala, sind Frauen mit 1,49 Meter durchschnittsgroß. In Deutschland ist nach dem Schwerbehindertenrecht kleinwüchsig, wer unter 1,40 Meter ist. Das betrifft etwa 100.000 Menschen. Auslöser können äußere Umstände sein, wie Mangelernährung oder psychosoziale Probleme. Meistens sind es aber Hormonstörungen im Wachstum oder angeborene Gendefekte, wie bei Michel Ariens diastrophischer Dysplasie. Hannover. Diese junge Mutter steht normalerweise auf ganz anderen Bühnen. Tag. Backstage ist gerade die Angst ausgebrochen bei den Organisatoren, ob man den Mikrofonständer weit genug runterschieben kann. Kann man. Ich möchte zwei Geschichten. Der größte Vorteil von meiner Größe ist natürlich, dass ich damit selber auch ein bisschen spielen kann. Auch in der Kunstform, die ich mache. Also ich schreibe natürlich viele Texte darüber, wo meine Größe irgendwie vorkommt. Weil mein Körper so überrascht war von der plötzlichen Bewegung. Mein Künstlername ist Nina La Grande, also allein da fängt es ja schon an. Ich kann da selber ganz kurz Witzchen mitmachen und die Leute erkennen mich auch wieder. Ich bin knapp 1,40 Meter groß. 1,40 Meter steht im Perso, aber in Wahrheit sind es 1,38 Meter. Ich habe grundsätzlich keine körperlichen Einschränkungen, die sich aus dem Kleinwuchs herausspeisen sozusagen. Ich habe zu kleine Kniescheiben und weil ich sehr, sehr lange Ballett gemacht habe, werden diese Kniescheiben nicht mehr gehalten und springen deshalb öfter raus. Ich muss natürlich bei meiner Größe ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt vielleicht nicht zu viel zunehme, weil es dann für die Gelenke anstrengend sein könnte, das auf einer sehr kleinen Größe verteilte Gewicht zu transportieren sozusagen. Das sah schon sehr witzig aus. Also ich hatte, man nimmt ja nicht nur am Bauch zu, ich hatte sehr viel Bauch, ich hatte sehr viel Brust und auch sehr viel Hintern und das war's halt. Also ich bestand nur aus diesem Mittelteil des Körpers und wenn man sich jetzt die Fotos anguckt, meine Mutter zum Beispiel sagt auch, wie hat der da reingepasst und wie krass das war. Also in dem Moment war das gar nicht so doll, aber wenn ich mir jetzt die Fotos so aus den letzten 2 Monaten angucke, ist das schon ziemlich heftig gewesen. Dann kommen auch medizinische Fragen auf die Schwangere zu. Auch bei mir wurde dann gesagt, ja, wir können dann aber nochmal extra wegen des Kleinwuchses nochmal was checken und so. Und ich war dann auch bei 1-2 Untersuchungen mehr und habe dann aber gesagt, nee, also solange sich das auf den Bildern alles ganz normal entwickelt, brauchen wir da jetzt nicht noch groß irgendwelche Fruchtwasseruntersuchungen zu machen oder so. Und habe mich dann da dagegen entschieden. Für Ninia La Grande und Kasimir verläuft die Schwangerschaft dann weitgehend unkompliziert. Viele andere kleine Frauen und Männer, gerade mit Behinderungen, stehen aber vor schweren Fragen. Was habe ich für Aussichten? Wird mein Kind dieselbe Störung haben wie ich auch? Und wenn das so ist, dann hat man ja ungefähr eine Vorstellung, wie man damit selber zurechtgekommen ist, ob man seinem Kind das im Prinzip jetzt auch damit leben lassen kann oder ob dieses Kind im Prinzip durch die Behinderung vielleicht eben doch so stark behindert ist, dass man sagt, ich verzichte auf Kinder. So weit geht das im Grunde genommen. Die Frauenärztin hat mir gleich am Anfang empfohlen, nochmal zur Humangenetikerin zu gehen, weil man bei mir eben nicht weiß, woran es liegt, dass ich so klein bin. Und dann sollte nochmal abgecheckt werden, ob ich eine der typischen Formen vielleicht habe. Das wurde vor fast 34 Jahren bei meiner Geburt schon mal abgecheckt und haben sie auch nichts gefunden und diesmal eben auch nicht, um eben zu sehen, ob das vererbbar ist oder nicht. Es wäre für mich selbstverständlich völlig undramatisch gewesen, wenn Kasimir auch klein gewesen wäre, aber vielleicht will man es ja irgendwie vorher wissen, ne? Da wurde aber nichts rausgefunden.
Ich hatte ziemlich viel Glück mit der Schwangerschaft, aber ich hatte ein bisschen mir Sorgen gemacht, weil ich gerne natürlich gebären wollte. Das wäre gegangen, es ist dann leider anders gekommen. Kasimir musste mit einem Kaiserschnitt geholt werden, aber grundsätzlich wäre auch das möglich gewesen. Bei der Geburt hatte sich die Nabelschnur um den Hals von Kasimir gelegt. Kein Problem, das mit der Größe der Mutter zusammenhing. Auch jetzt, einige Wochen nach der Geburt, gibt es keine Anzeichen, dass ihr Sohn besonders klein wäre. Jede Mutter ist froh, wenn ihr Kind sich so entwickelt, wie es sich entwickeln soll. Und da war ich auch froh drum, weil ich halt weiß, was das für eine Herausforderung ist, ein Leben als kleinerer Mensch zu führen. Und deswegen ist es natürlich schön, dass er eine ganz normale Größe, was auch immer normal ist, aber eben eine Durchschnittsgröße hat. Bis jetzt, mal gucken, wie er sich entwickelt. Offen, humorvoll und aufklärerisch geht die 33-Jährige mit dem Thema Größe um. Das war nicht immer so. Also während der Teenie-Zeit war das natürlich schwierig, so ein Selbstbewusstsein aufzubauen oder irgendwie gut kontern zu können. Mir vorzustellen, dass ich irgendwann auch mal eine tolle Beziehung führen werde und so, weil das konnte ich mir eben nicht vorstellen, weil ich mir immer eingeredet habe, die Jungs denken, sie bringen ihre kleine Schwester in den Kindergarten oder so. Entscheidend für das Selbstbewusstsein der jungen Mutter, die eigenen Eltern. Ich hatte das Glück, dass ich tolle Eltern hatte, die mich immer ins kalte Wasser geschmissen haben und nicht übervorsichtig waren und immer gesagt haben, ja, das muss sie halt ausprobieren. Und wenn sie da hochklettert, dann wird sie schon merken, dass es für sie zu hoch ist und solche Dinge. Und ich mich letztens erst mit meiner Mutter darüber unterhalten, das wusste ich gar nicht, dass sie auch dafür gekämpft hat, dass ich auf eine Regelschule gehen kann. Also ich dachte, das wäre halt einfach so gewesen. Und das war es aber nicht. Es wurde ihnen von vielen Seiten angelegt, ans Herz gelegt, dass ich auf eine Förderschule oder entsprechende Einrichtung gehe, eben einfach, weil ich kleiner bin. Und meine Mutter hat gesagt, nee, das machen wir nicht, die geht auf eine ganz normale Schule. Und alle diese Dinge führen dann im Prinzip zu einer gewissen Außenseiterstellung. Ist ein eindeutiges gesellschaftliches Problem. Und was ich im Prinzip meinen Familien und Patienten eben sage, möglichst versuchen, diese Außenseiterstellung zu vermeiden. Dass man also möglichst in einer normalen Schule ist. Ich spannte ihn so sehr an, dass mein Kopf fast platzte. Meine Mutter hat mir dann auch eine sehr große Klappe mitgegeben und mir immer, wenn ich irgendwelche Situationen geschildert habe, gesagt, wie man darauf reagieren könnte. Und davon habe ich mir dann das Beste rausgepickt und habe da dann nach der Pubertät, muss man sagen, ein sehr gutes Selbstbewusstsein entwickelt. Ein dickes Fell braucht die junge Frau auch, wie viele Menschen, die einer Norm nicht entsprechen. Zum Beispiel gegen solche Fragen. Erstmal hast du einen Freund und dann, wie groß ist der? Wo ich dann denke, ja, das ist ja eigentlich egal. Und wenn ich dann sage, der ist 1,80, dann merkt man schon, dann rattert es irgendwie im Kopf. Und dann manchmal kommt dann tatsächlich noch die nächste Frage, wie funktioniert das denn oder so. Ne? Und da denke ich dann, ja, das muss, also, wir filmen uns nicht, also kann ich jetzt nichts zeigen. Das finde ich dann schon ziemlich frech. Aber ansonsten kommen tatsächlich so direkte Fragen eher von Kindern. Erwachsene trauen sich das nicht so, die gucken dann eher und tuscheln miteinander, aber trauen sich oft nicht, mich dann direkt anzusprechen. Um sich speziell als kleinwüchsige Mutter gegen abfällige Kommentare zu wappnen, sucht Nimia Lagrande Rat bei ihrer Frauenärztin. Weil ich gesagt habe, manche Blicke sind schon irgendwie interessant und die Leute trauen sich dann aber doch nicht, was zu sagen. Und dann meinte sie, ja, ich weiß ganz genau, was die denken, jetzt auch noch das. Also so nach dem Motto, jetzt vermehrt die sich auch noch und gibt das weiter. Also ich finde das völlig übergriffig, wenn so etwas gesagt wird. Ich finde es einfach, also das ist halt auch typisch in unserer medizinischen Zeit, wo man sehr viel vorher abchecken und kontrollieren kann, dass man dann sich, von befreundeten Müttern so einen Spruch anhören muss wie, naja, das muss ja heutzutage nicht mehr sein oder so. Ne? Und das finde ich halt totalen Blödsinn und unmenschlich, weil warum sollten kleinwüchsige Eltern nicht genau das gleiche Recht haben, Kinder zu bekommen wie alle anderen auch? Zurück in Berlin. Etwas zu spät ist Michel Ariens auf der Arbeit angekommen. Im Gebäude der Bundespressekonferenz sitzt seine Firma, eine Plattform für Online-Aktivisten. Begonnen hat alles kleiner. Mein Aktivismus hat im Grunde genommen angefangen mit meiner persönlichen Geschichte. Ich habe gedacht, wenn es mir so gut geht oder wenn es mir gut geht in den meisten Fällen, dann kann ich ja vielleicht auch anderen Menschen helfen, dass es ihnen auch besser geht. Und dann kann ich ja vielleicht auch die Situation insgesamt verbessern, dass Menschen mit Kleinwuchs gar nicht mehr darüber nachdenken müssen, dass es ihnen mal schlecht gehen könnte, wegen ihres Kleinwuchses.
Dann habe ich angefangen, mit den Medien zu arbeiten, habe Webvideos erstellt, habe Blogposts geschrieben, habe in den sozialen Medien ganz viel gegen Missstände gekämpft, habe mich anderen Initiativen angeschlossen und immer mehr Medien wurden auf das Thema aufmerksam und Projekte entstanden. Und heute versuche ich mit vielen verschiedenen Akteuren und Initiativen genau dafür weiterhin zu kämpfen, dass Menschen mit Behinderung selbstverständlich in jedem Bereich, wenn sie es denn wollen, teilhaben können und gleichwertig teilnehmen dürfen. 2016 ist der ehemalige ALF-Darsteller gestorben und er war kleinwüchsig. Und die Süddeutsche Zeitung hat einen Nachruf, einen Beitrag geschrieben, warum alle Schauspieler und Schauspielerinnen mit Kleinwuchs, warum die denn so toll sind und inspirierend sind, weil sie so ein magisches Gefühl aufgrund ihres Kleinwuchses schon aussprühen, weil ihre Stimmen so piepsig sind wie bei Mäusen. Also ganz, ganz viele Vergleiche herangezogen, im Grunde genommen, die menschenverachtend waren. Und irgendwann haben wir eine Fotokampagne daraus gemacht und haben die Leute dazu aufgerufen, unter dem Hashtag kein Zwerg, sich selbst zu fotografieren und dann zu sagen, ich bin kein Zwerg, sondern Michel. Oder ich bin Tänzerin und kein Zwerg. Und das ist eingeschlagen und ganz viele Medien haben darüber berichtet, über diese Fotokampagne. Auch Ninia Lagrande hat bei Hashtag kein Zwerg mitgemacht. Netzwerken ist für viele kleinere Menschen und deren Umfeld wichtig. Michel Ariens zum Beispiel organisiert deswegen eine Selbsthilfe für Kleinwüchsige und ihre Familien mit. Jetzt gerade war wieder unser großes Forum mit über 650 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und es kam jemand auf mich zu mit der gleichen Kleinwuchsform, wie ich sie habe. Und erzählte mir, dass er gerade einen Korb bekommen hat und wusste nicht, wie er damit umgehen soll, weil er selber das Gefühl hat, irgendwie seine Kleinwuchsform ist daran schuld. Und dann haben wir darüber gesprochen. So, und seine Eltern haben auch gesagt, ja, wir haben schon versucht, mit ihm darüber zu reden. Aber ich habe denen auch gesagt, es ist doch auch verständlich, dass er das Gefühl hat, er muss mit jemandem sprechen, der es vielleicht schon mal erlebt hat. Auch Mediziner und Wissenschaftler beraten Betroffene in solchen Netzwerken. Bei diesen ganz großen Treffen ist es eben ein fantastischer Austausch. Und ich als Arzt kann unheimlich viel lernen auch, weil wann sehe ich schon mal in meiner Klinik 10, 15 Leute, die eine Störung haben des Knochensystems, was eben nur einmal auf 500.000 oder sowas vorkommt. Sich miteinander auszutauschen, weil man einfach nicht jedes Mal das Rad neu erfinden muss, sondern es so viele Lösungen mittlerweile gibt, wie komme ich auf Toilette, wie kann ich mir den Popo abwischen, wie kann ich duschen, wie komme ich an einen Integrationsplatz im Kindergarten, wie kann ich ganz normal auf einem Bürostuhl sitzen oder wie komme ich nur bei meinen Kolleginnen an, wo man nicht jedes Mal wieder jeder Einzelne den Kampf alleine führen muss, sondern dass es, wo es einfach schon wahnsinnig einen riesigen Fundus an Erfahrungswerten gibt, wozu man sich dann beim Bundesverband kleinwüchsige Menschen und ihre Familien austauschen kann. Dass alle gleichwertig an der Gesellschaft teilhaben und mitgestalten, dafür setzt sich Michel Ariens als Kampagnenbegleiter bei seiner Petitionsplattform ein. Dabei geht es ihm schon lange nicht mehr nur um die Anliegen von Menschen mit Behinderungen. Aktuell will er die Abschiebung eines Jugendlichen nach Afghanistan verhindern und einen Kiosk in Hannover retten. Wir haben von dem kleinen Küken, was gerettet werden soll, bis Autobahnprivatisierung stoppen, in der Bundestagswahl wirklich das komplette Spektrum an Interessensgebieten der Bundesrepublik Deutschland. So. Ich bin in London an den Start gegangen vor 80.000 Menschen, als ich da ins Stadion gegangen bin. Hat mich das schon sehr, sehr bewegt. Und bei meinem letzten Versuch habe ich dann nochmal geklatscht, habe versucht, die Leute nochmal mitzunehmen. Und ich wurde tatsächlich oben auf der Anzeigetafel eingeblendet. Und auf einmal das ganze Stadion hat dann rhythmisch geklatscht mit meinem Wurf. Und dieses Gefühl, das kann mir einfach keiner mehr nehmen. Und das war unbeschreiblich. Matthias Mester ist Weltmeister, siebenfacher Weltmeister. Zweimal Diskus, einmal Kugel und viermal Speer. In der Disziplin Speerwurf hat Matthias Mester schon Maßstäbe gesetzt. Als erster Kleinwüchsiger überhaupt wirft er über 40 Meter. Heute trainiert der Leistungssportler für die nächsten Paralympischen Spiele 2020 in Tokio. Und das kam so. Der Reiz war einfach da, sich auf Augenhöhe zu messen
für mich. Also ich wusste es vorher noch gar nicht, dass es Paralympics überhaupt gibt. Ich bin dann halt damals zu dem Probetraining hingefahren mit meinem damaligen Heimtrainer. Und da war dann die Steffi Nerius und die hat mir dann einen Speer, eine Kugel und einen Diskus in die Hand gedrückt. Und beim Speerwerfen habe ich mich am besten angestellt und da hat sie gesagt, ja, da ist Feuer im Arm. Da habe ich mich dann für entschieden, dass ich den Leistungssport machen möchte und da wurde mir halt eine Ausbildung angeboten, dann das Training, die Rahmenbedingungen und dann habe ich nicht lange überlegt und habe gesagt, ich komme. 2008 in Peking gewinnt der Kölner Silber im Kugelstoßen. Auch 2012 in London und 2016 in Rio ist er am Start, wenn auch ohne Medaille. Auf die arbeitet er aber leidenschaftlich hin. Bei uns ist es so, dass im Behindertensport leider die Stadien leer sind. Und bei den Paralympics haben wir halt die Chance, uns auch zu beweisen. Der Sportler weiß, ohne seine Größe würde er wahrscheinlich keine Rekorde aufstellen. Vielleicht deshalb nimmt er sie generell nicht als Behinderung wahr. Für mich ist es ja schon normal und Alltag. Und es sollte auch normal sein für andere, sich nicht zu schämen, sich rauszugehen unter Leuten und einfach offen zu sein und damit umzugehen. Und es ist wirklich so, dass meinen Kumpels das auffällt, dass ich eine Behinderung habe, weil die Leute natürlich gucken und meine Kumpels dann sagen, boah, ey, der guckt dich die ganze Zeit an, das geht mir so auf die Nerven, wo ich dann sage, hä, echt? Ach so, okay. Und ja, da wird mir dann natürlich, da werde ich dann an meine Behinderung erinnert, aber sonst ist das schon so weit weg. Ich bin einfach nur klein und das war's. Ich kann mich gar nicht davon freisprechen, wenn ich jetzt nicht mit Matze zusammen wohnen würde, dass ich vielleicht auf der Straße auch nach ihm gucken würde oder im Club oder im Supermarkt oder sowas. Und weil das einfach nicht so eine Gewohnheit ist. Aber für mich ist das völlig normal geworden und das bringt mich persönlich auch weiter und das finde ich gut. Größe ist wirklich gar nicht so das Thema. Der stellt sich immer ein Höckerchen dazu oder die Gläser stehen bei uns unten. Ansonsten gibt es da wirklich keine Einschränkungen. Man muss ihm schon mal die Tasche auf den Schrank werfen oder runterholen. Aber ansonsten ist das wirklich ist das völlig normal und gar keine Einschränkung. Im Beruf benötigt Matthias Mester aber eine besondere Förderung als behinderter Leistungssportler. Ich bin aber in der glücklichen Lage, dass ich eine Sportförderstelle habe im öffentlichen Dienst, hier beim Bundesverwaltungsamt in Köln. Das heißt, ich arbeite generell auch Teilzeit, kann auch kommen und gehen, wann ich möchte, habe quasi auch Gleitzeit und werde für meinen Sport halt freigestellt. Leistungssport ist jetzt nicht einfach nur mal eine Runde Joggen, sondern auch viel im Kraftraum, viel Krafttraining, große Lasten, die man bewegt. Und es ist schon so, dass ich 2 bis 3 Mal die Woche zur Physiotherapie gehe. Und zwar ist mir beim Krafttraining eine schwere Last so quasi auf den Rücken, die ich hatte. Dann hat es auf einmal, also ich habe die ausgestoßen, und dann hat es auf einmal Peng gemacht. Dann konnte ich mir nicht mehr die Socken anziehen, alleine. Und da wurde ich am Rücken operiert, unten im Lendenwirbelbereich. Das hat sich Spinalkanalstenose genannt. Und da hatte ich auf 3 Etagen quasi, war der Nervenkanal eingequetscht. So ein enger Wirbelkanal tritt bei Kleinwüchsigen auch ohne Extrabelastung auf, weil öfter die Rückenproportionen verschoben sind. Was der Grund für Mesters kürzere Arme und Beine ist, weiß er nicht. Es ist so, dass von meinem Vaters Seite und von meiner Mutters Seite keiner kleinwüchsig ist. Also ich bin auch der Einzige aus der Familie. Meine Eltern, meine Geschwister, die nach mir gekommen sind, also ich bin der Älteste, alle normalwüchsig. Und ich habe meine Eltern oder meine Mutter bis heute nie gefragt, warum. Es ist einfach nicht relevant für mich. Also ich bin halt so und ich kann es nicht ändern, ich will es auch nicht ändern. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob ich tauschen wollen würde und groß sein möchte, würde ich sagen, nein. Ich will auch gar nicht wissen, wie es ist, Basketballer zu sein. Ich bin einfach so, wie ich bin. Das, was ich bis jetzt erlebt habe, das kann mir keiner mehr nehmen. Zurück in Berlin. Inklusion hier auf der Arbeit funktioniert so, dass wir gar nicht darüber sprechen und sie gar nicht zum Thema machen, sondern wir einfach Kollegen sind. Nach dem Tagesgeschäft steht noch ein Fotoshooting mit allen Mitarbeitern an. Die Aktivisten wollen Großes bewirken. Deshalb sucht die Fotografin den Bundestag als Setting aus.
Michel bringt ganz viele Kompetenzen mit rein. Also er ist richtig gut in Social Media, er betreut bei uns Petitionsstarterinnen und Petitionsstarter vor Ort, nimmt mit ihnen Videos auf, und seit Michel da ist, fallen uns auf, wie häufig Fahrstühle ausgefallen sind, wie oft es Fahrstühle eigentlich gar nicht gibt, an U-Bahnhöfen zum Beispiel, oder was ist zu hoch, was ist zu niedrig, wo kommt man auch manchmal nicht lang, weil ein Wasserweg da ist, wo einfach Menschen beispielsweise im Rollstuhl oder auf dem Roller gar nicht hin können. Und sowas ist einem vorher nicht aufgefallen, und das ist jetzt doch ganz schön klar. Dass Michel Ariens die freie Arbeitsstelle bekommen hat, hat für Jeanette Gusko auch nichts mit Quote zu tun oder Mitleid. Wir haben Michel eingestellt, weil er ein grandioser Campaigner ist, ganz klar. Und auch Anna Spindelndreier wurde demnach von der Firma engagiert, weil sie eine gute Fotografin ist und nicht, weil sie kleinwüchsig ist oder eine Freundin von Michel Ariens. Die beiden kennen sich über die Selbsthilfe. Er ist sehr ehrgeizig, ne? Also er weiß auch, wo er hin will und welchen Weg er gehen möchte. Das bewundere ich sehr. Und wir sind uns auch, glaube ich, auch manchmal recht ähnlich, weil wir halt beide auch so kreativ verrückt sind, ne? Und dadurch, dass wir gefühlt immer zwei Schritte machen müssen, auch im Berufsalltag, sind wir halt, glaube ich, nochmal ein Stück ehrgeiziger als so manch anderer und auch vielleicht auch manchmal ein bisschen verbissener. Ich lebe so, ich habe einen super bunten Freundeskreis und ich möchte, dass das jedem Menschen ermöglicht wird, dass wir vollkommen diskriminierungsfrei und vorurteilsfrei durch die Welt gehen können. Das wäre ein Wunsch für mich, und das gibt mir die Motivation, auch da weiterzumachen, wo ich heute stehe.